In der Trabantenstadt im 14. Stock, da hat man eine Leiche entdeckt. Die lag da schon 2 Monate rum, doch erst gestern, da haben sie's gecheckt. Und als dann endlich die Feuerwehr kam mit Gesichtsschutz und Megafon, da standen alle Nachbarn rum und glotzten vom Balkon. Das ist die große Freiheit, made in Germany. Die Freiheit der Trabantenstädte, manche raffen's nie. Integrierte Schaltkreise. Bei dem Lied ist uns früher immer gleich, als das ganze Strom auf der Bühne ausgefallen. Das Lied, das handelt nämlich auch von Technik, von zu viel Technik. Welt. Sie ist total verloren.
Verhaltensweisen verändern unsere Denkweise. Verändern, verändern, verändern! Im Jahr 2010, wenn Erde und Mond sich dann noch drehen, wird die Welt von einem Computer regiert, der uns lenkt und führt. Dann gibt es keine Fantasie und keine Kreativität. Wehr dich gegen diese Maschinerie! Es ist nie zu spät. Integrierte Schaltkreise verändern unsere Denkweise. Verloren ist diese Welt, wenn der Strom ausfällt. Integrierte Schaltkreise verändern. Eingedickt das Blut, zum Atmen fehlt der Mut. Wo ist euer Widerstand, der das Blut zum Kochen bringt und den toten Zellverband endlich zum Atmen zwingt? Als nächstes eine Ansage von Bernd. Denn der darf jetzt auch singen. Nö, ich sag nichts an, du spielst einfach. Ich spiel einfach. Das nächste Lied heißt Reisezeit. Thank you.
ist es soweit. Da freut man sich auf die Reisezeit. Für ein paar Wochen vergisst man den Rest vom Jahr und ist auf einmal der Freiheit so nah. Man plant auch alles ganz individuell, denn man hat ja die Wahl zwischen Zeltplatz und Hotel. Und wer sich was Besonderes leisten kann, der hängt an sein Auto einen Caravan. Ja, das ist ein Ding, ja, da ist was dran. Bier im Kühlschrank und der Fernseher an. Und dann freust du dich, dass du Urlaub hast und noch nicht einmal Dallas verpasst. Zum schwarzen Afghan. An der Chance in der heißen Sonne. An der Chance. Oh Mann, welche Wonne. An der Chance in der heißen Sonne. An der Chance. Oh Mann, welche Wonne. Im Jahr, da ist es soweit. Da freut man sich auf die Urlaubszeit. Für ein paar Wochen vergisst man den Rest vom Jahr und ist auf einmal der Freiheit so nah. Italien, Frankreich, Bayern, Spanien, Japan, China, Transjordanien. Immer schneller, immer weiter. Und man fühlt sich gleich gescheiter, wenn man so die Wilden sieht. Eingezäunt in ihrem Stammesgebiet. Uka chaka, uka chaka, uka chaka. Hinter ihr, uka chaka, uka chaka. Hey, 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 hey. Der Medizinmann hat ein Schild um den Bauch. Beim Filmen ist ein Geld braucht und versäumen Sie nicht die Attraktion im Reservat, das Füttern der Kinder mit Termitensalat. Dankeschön. Es kommt was ganz, ganz Softes, ein Märchen. Es sind gar keine kleinen Kinder mehr da, aber das macht überhaupt nichts. Wir fangen mal an, wenn die da alles gefunden haben. Das ist immer so unprofessionell, wenn die sich so langsam umziehen. Zu seinem Segelied, da darf ich auch mal was sagen.
Es war einmal in einer fremden, fernen Welt, noch zu einer Zeit, da es große Wunder gab. Von einer fremden Welt will ich euch erzählen, die uns heute so unverständlich geworden ist. Aber vernehmt selbst diese wundersame Geschichte von Jesus 99 und dem kleinen Planeten Erde. Als Jesus im September 1999 frustriert die Stadt Kaiserslautern verließ, 5 leere Bierflaschen auf dem Beifahrersitz, 3 Pornohefte und Unmengen von alten Stones und Hendrix-Platten im Kofferraum, fühlte er sich wohler. 2 Joints im Handschuhfach und 2 im Kopf taten ein Übriges. Und wenn dieser verfluchte Reifen seines 77er Kadetts nicht kurz vor dieser verfluchten Autobahnabfahrt Landstuhl West geplatzt wäre, dann, aber der Keks ist gegessen. Jedenfalls, das Ersatzrad war gerade an Johnnys Käfer. Der Wagenheber diente zurzeit als viertes Bein an Marias Bett und der TÜV war sowieso abgelaufen. Also die Joints raus und ab in den Wald. Als nach einiger Zeit die Autobahn nur noch als leichtes Summen wahrzunehmen war, zog Jesus erstmal einen durch, schwebte weiter und kam zu einer Lichtung, auf welcher sich folgender seltene Anblick bot. Ein wunderschönes, junges Mädchen mit langem, blondem Haar und nacktem Oberkörper lag da auf einer Decke im Gras und räkelte sich in der Sonne. Als sie Jesus vernahm, erschrak sie leicht, so wie fast alle jungen Mädchen immer leicht erschrecken, doch nach näherem Betrachten schien sie Gefallen an ihm zu finden und fragte, die Hände immer noch vor den verlockenden Brüsten verschränkt: Wer seid ihr, Fremder? Lasst mir eine Sekunde, mich zu bekleiden und gesellt euch zu mir. Doch Jesus kannte diese Sorte Frauen inzwischen. Dachte noch bei sich, pack du dich nur wieder ein, und verschwand im Wald. So irrte er noch einige Stunden umher und konnte trotz seiner göttlichen Fähigkeiten, von denen wir bereits in dicken Büchern vernahmen, nicht verhindern, dass es gegen Abend dunkler wurde. Ja, die Nacht wurde so schwarz, dass man die Hand nicht vor Augen sehen konnte. Und Jesus war einsam und fror. Und wie er so da saß und wünschte, er wäre auf der lauterer Szene geblieben, da sah er von ganz ferne einen Lichtschein schimmern. Voller Freude und Hoffnung rannte er los, dem Lichter entgegen. Und er kam an einen großen Zaun mit einem großen, rot umrandeten Schild, auf dem zu lesen stand: Militärischer Sicherheitsbereich. Zutritt streng verboten. Achtung, Schusswaffengebrauch. Da überkam ihn ein großer Hass auf die Menschen und er besann sich seiner Vergangenheit und seines Vaters. Und er schickte zum ersten Mal seit 1999 Jahren ein Stoßgebet zum Himmel. Und es kam an. Der allmächtige Vater erschien seinem Sohn, meckerte noch kurz über dessen Haartracht und sagte dann voll Würde und Weisheit: Mein Sohn, ich wusste, dass du mich eines Tages brauchen würdest. Die Menschheit hat einst dich verraten, nun willst du sie verraten. Du hast meine volle Unterstützung, denn unser Experiment ist missglückt. Der Zeitpunkt ist gekommen, es zu vernichten. Die beiden nickten sich noch stumm zu und bewiesen ein letztes Mal ihre Fähigkeiten, indem sie unbemerkt in einen Sicherheitsbereich eindrangen, bis zu einer verheißungsvollen unterirdischen Tür kamen, diese öffneten und ein wenig am allerneuesten hier installierten Frühwarnsystem fummelten. Was dann geschah, bedarf keiner näheren Erklärung.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es keine unterirdische Tür mehr. Keinen Zaun, kein Verbotsschild, keinen Wald, kein Mädchen. Kurz, es gab überhaupt nichts mehr. Aber das konnte zum Glück auch schon keiner mehr sehen. Nur Jesus und sein Vater zogen enttäuscht, aber irgendwie auch erleichtert gen Himmel und wussten, dass ihre Mission beendet war. Was habt ihr nun davon? Der blaue Planet ist nicht mehr blau. Wir saßen ja schon lange auf dem Pulverfass, als es dann endlich passierte, ein Funke genügte. Und es explodierte. Nach 38 langen Minuten war so ziemlich alles am Arsch und kaputt. Selbst die Macht der toten Generäle war begraben unterm Schutt. Ein Strauch überlebte den Tag, an dem die Erde bebte. We'll be right back.
davon. Das war wohl doch nicht ganz so schlau. Euer Wissen hat versagt und der blaue Planet ist nicht mehr blau. Das habt ihr nun davon. Das war wohl doch nicht ganz so schlau. Euer Wissen hat versagt und der blaue Planet ist nicht mehr. Okay, danke schön. Das nächste Lied heißt, und das wünschen wir uns, glaube ich, alle, wenn die Grenzen fallen. Dann wird's gut. Oder so. Dann wird's gut. Alright. Der da fängt an. Sorry. Hereinspaziert, meine Damen und Herren, in eine Welt ohne Grenzen. Wir begleiten Sie mit Musik, Musik, Musiker. Dass wir sie nicht brauchen, weil wir uns dann selbst regieren. Wenn die Grenzen fallen, dann wird's gut. Da wird kein Panzer mehr gebaut, kein Völkerhass geschürt. Man atmet wieder freier, weil man Leben spürt. Grenzen, die fallen, machen Mut. Wieder spielen, es ist Platz für alle da. Und alles ist ganz anders und zum Greifen nah. Grenzen werden fallen und das ist gut. Da steht keiner mehr am Fließband, gibt sich für andere her. Deren eine Weltprodukte brauchen wir nicht mehr. Grenzen, die fallen, machen Mut.
Gott mehr angebetet. Soldaten können heimgehen, weil keiner mehr wird tötet. Grenzen, die fallen, machen Mut. Das alles kann noch lange dauern, doch in uns wächst die Wut. Zusammen sind wir stark und das ist gut. Grenzen werden fallen. Grenzen werden fallen. Grenzen werden fallen. Grenzen werden fallen. Wir machen jetzt mal zusammen eine kleine Reise in den Weltraum, weit weg von der Erde. Und dann können wir ein klein wenig träumen. Das Lied heißt Weltraumtraum. Irgendwann, da klauen wir uns Geld und dann kaufen wir uns ein Raumschiff. Irgendwann, da sind wir gut drauf und dann bauen wir unser Traumschiff. Dann fliegen wir durch eine Welt ohne Licht und Zeit und Raum. Und vielleicht erfüllt sich dann unsere Welt. Bleiben dann auf dem Planet, auf dem es uns am besten gefällt. Wir haben eine Reise gebucht, ohne Licht und Zeit und Raum. Und wie ein Schiff, das seinen Hafen sucht, fliegen wir. Zeit für uns stehen, ein tiefes Schweigen hüllt uns ein. Um uns beginnt sich unser Traum zu drehen.
dieser Traum je in Erfüllung geht, bleibt er bestehen in Zeit und Raum. Doch wir wissen, was auch immer geschieht, wie dieser Traum bleibt unser Traum. Schön. So, nach den ganzen technischen Schwierigkeiten spielen wir jetzt unseren Willi. Tausende von Menschen wimmeln in den Städten, in den Industrievororten. Sie verlassen die Eisen- und Straßenbahnen, Omnibusse und Autos. Man ist pünktlich in dieser Zeit der allgemeinen Arbeitslosigkeit. Wir haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Wir haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Wir haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik.
Tag. Ich bin Willi aus Berlin. Naja. Die haben mir hier so in das Studio geholt. So als einfachen Vertreter von der Arbeiterklasse sozusagen, wa? Naja. Und da wollten die mal hören, was unser Inner sozusagen hat, nicht? Also, und Fragen haben sie gestellt, ja, Fragen. Ah ja, wie lange ich so weg bin von zu Hause jeden Tag? Ah ja, 10 Stunden habe ich gesagt, das geht doch. Da hast du doch noch genug Zeit zum Fernsehkicken und für die Kleinen, oder? Und arbeitslos, ah ja. Also ich doch nicht. Also ich sag immer, wer bei uns eine anständige Arbeit haben will, der findet auch eine. Aber da sind nur die. Aber da darfst du ja nur heute schon nicht mehr sagen. Ich sage es hier trotzdem. Da sind nur die Ausländer schuld. Heik doch letztens so ein paar Kanaken gesehen, Mensch. Machen die doch schon bei uns Musik in der Fußgängerzone, wa? Wirklich. Also, ich finde, das geht zu weit, wa? Das geht zu weit. Das gehört verboten, sowas. Also, sowas gehört wirklich verboten. Scheiß Kanaken! Aber scheiß Kanackenmusik und das bei uns hier, wa? Weg da! Also ich find, da muss mal wieder eine starke Hand her, in der aufräumen. So wie früher, Mensch. Also ich mein, der einzige so von echten Schrot und Korn, das ist ja nur noch unser Bundespräsident. Aber immer nur wandern, ich weiß nicht, ob er das so bringt. Ich mein, früher sind wir ja auch gewandert. Aber dennoch gleich nach Frankreich oder Polen, wa? Aber ihr wisst ja, was ich meine, wa? Also wie gesagt, da muss mal wieder eine starke Hand her. Aber ansonsten geht es uns doch gut, oder? Uns geht es doch gut, wa? Prost! Prost, Freunde! Thank you.
haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Wir haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Wir haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Wir haben uns verraten, verkauft und verloren hinter den Toren der Fabrik. Lied. Da ist der Text mal nett von uns, der ist vom Erich Kästner, das heißt die Entwicklung der Menschheit. Auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt, uns die Welt asphaltiert und aufgestockt. Bis zur 30. Etage. 30. Etage. Da saßen sie nun in Flöhen, flohen in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton.
wie seinerzeit auf den Bäumen. Auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern, die Erde ist ein gebildeter Stern. Mit sehr viel Wasserspülung. Wasserspülung. Durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben, sie versehen die Natur mit allem Komfort, sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Zwei Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest, sie stellen durch Stiluntersuchung fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. Geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Licht betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen. Alten Affen. Ein Rock'n'Roll, Bombenstimmung. In Rheinland-Pfalz herrscht Bombenstimmung. Wir freuen uns auf das Feuerwerk. Wir brauchen nur noch mehr Raketen. In jedem Tal, auf jedem Berg. Wir müssen stationieren, damit es richtig kracht und den Supermächten mal richtig Freude macht. Ich kauf mir AE Mini Pershing, hab schon bestellt bei Neckermann, damit ich, wenn's so richtig losgeht, Erebusse knalle an. Mein Messer stationiere, da komm mal nicht drum rum. Wer glaubt, der Russ ist friedlich, der ist ein bisschen dumm. In Rheinland-Pfalz herrscht Bombenstimmung. Wir freuen uns auf das Feuerwerk. Wir brauchen nur noch mehr Raketen. Tal auf jeden Berg. Wir müssen stationieren, damit es euch nicht kracht und den Supermenschen mal richtig Freude macht. Bombenstimmung! We'll be right back.
Räumung. Bombenstimmung! 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 Ein total lascher Haufen. Hör mir mal zu, ich will dich endlich haben, ja was glaubst denn du? Und bevor ich dich total verfluch, starte ich jetzt den letzten Anmachversuch. Und wenn du nicht willst, dann bleib ich eben cool und rede mir ein, mich haut nichts mehr vom Stuhl, nichts mehr. Kannst ja jetzt bringen, weil ich eh nichts verliere, aber du stehst da. Nimm mich oder erfriere. Alle quatschen nur, wie super du bist. Doch keiner will kapieren, dass zwischen uns was ist. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ich eifersüchtig bin? Nur weil die schönen Kriecher scharf auf dich sind. Deswegen brauchst du doch nicht gleich abzuhauen. Ich lass mir meine Liebe zu dir nicht klauen. Ich weiß auch ganz genau, wo mein Vorteil ist. Dass du für mich eben nicht die Traumfrau bist. Ärgert ja nur, dass wenn du in meiner Nähe bist, ich irgendwie spüre, was Sache ist. Was willst du denn noch? Ich bin zu mir gekommen, bin im Wald rumgerannt und hab abgenommen, kein Bier mehr gesoffen. Und kein Scheiß mehr gebaut. Deine eiskalte Abfuhr hat mich aufgetaut. Hey Baby, jetzt hör mir mal zu. Ich will dich endlich haben, ja was glaubst denn du? Und bevor ich dich total verflucht, starte ich jetzt den letzten anderen Versuch.
Gimme! Oder erfrieren! Okay, dankeschön! Okay, wir spielen jetzt unseren Hit. Wir alle wollen alles oder gar nichts. Die Luft so langsam schwer, wo man arbeitet und atmet und verfängt sich immer mehr in verschiedene Gefühle, die sich nicht greifen lassen, und immer öfter die Momente, wo man anfängt zu hassen. Liebe hat man längst schon zur Ware degradiert, auf Glanz, Papier und Leinwand viel zu häufig vorgeführt. Wir haben uns herrlich eingelebt in Heuchelei, Verrat und Lügen und loben lautstark auch noch die, die sich am besten fügen. Gar nichts, will endlich Leben spüren. Ich weiß, dass ich entbehrlich bin, werd mich darum selbst entführen. Ich will alles oder gar nichts, will endlich Leben spüren. Ich weiß, dass ich entbehrlich bin, werd mich darum selbst entführen.
oder gar nichts, will endlich Leben spüren. Ich bin entbehrlich, werd mich darum selbst entführen. Ich will alles. Tschüss, das war's. Dankeschön, tschüss.